Ihre sportliche Karriere beendet. Jetzt ist sie angetreten, um ihr Können und ihre Erfahrungen an engagierte Freizeitpaddler weiterzugeben. Das Wasser ist ihr Metier. Seit ihrer Kindheit taucht sie ein ins blaue Nass. Ihr besonderes Merkmal? Sportlerin der Superlative. Birgit Fischer wandert, wie sie sagt, schon seit frühester Kindheit auf dem Wasser. Dabei will sie immer einen Paddelschlag voraus sein. Die Brandenburgerin kennt die Kanäle und Seen wie kaum ein anderer. Ich komme ja aus dem Wandersport mit meinen Eltern und mit der ganzen Familie. Großeltern sind wir viel Wasser gewandert. Das möchte ich natürlich so ein bisschen jetzt fortsetzen. Das macht mir einen Riesenspaß. Der Name Fischer ist also Programm. Das Medium Wasser ist das Lebenselixier der gesamten Familie. Doch wenn Birgit Fischer heute zum Kanu greift, dann trainiert sie nicht mehr für Olympia. Die Athletin will nur noch ruhig ihre Bahn ziehen. Sehr häufig ist sie dabei mit Freizeitpaddlern unterwegs. Ob jung, ob alt, immer mehr Menschen möchten ihre Kräfte auf dem Wasser messen. Aber rein ins Boot und volle Fahrt voraus, das geht nicht. Die achtfache Olympiasiegerin mit Natursinn hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Hobbypaddlern etwas ganz Besonderes zu vermitteln. Ziel ist natürlich, sie ein bisschen zurückzubringen in die Natur, in dieses Urelement oder auf dieses Urelement Wasser und ihnen einfach auch zu zeigen, wie wunderschön unsere unmittelbare Umgebung ist. Man muss nicht sonst wohin fliegen und sie natürlich zu sensibilisieren für die Natur, ihnen auch ganz deutlich vor Augen zu führen, wo sind die schönen Seiten, wo ist noch alles intakt. Vor 4 Jahren gründete Birgit Fischer ihr eigenes Unternehmen, hat ihre Leidenschaft Kanusport zum Beruf gemacht. Sie vermietet Sportboote und bietet geführte Kanuwanderungen an. Da stört es am wenigsten. Während der Entdeckungsfahrten entwickeln die Teilnehmer Teamgeist und schärfen ihr Bewusstsein für den Gewässerschutz. Es ist eine Art sportliche Umweltbildung. Auf dem Wasser und an Land bekommt die Gruppe alles Wissenswerte über Fauna und Flora erklärt. Wir sehen ja hier drüben schon diese Seerosen. Gebiete, die bitte nicht überfahren. Seerosen, Teichrosen, bitte weit umfahren. Nicht zu dicht auch an die Ufer ranfahren. Wir haben zwar jetzt im Moment keine Brutzeit, aber trotzdem sind da immer noch die Vögel mit den Jungtieren. Haubentaucher, aber auch viele spezielle Wasserpflanzen, wie etwa die Teichrosen, gehören zu einer intakten Uferzone. Außerdem bieten Schilfzonen ein wichtiges Rückzugsgebiet für Enten und Möwen. Gerade mal noch 10% der Gewässer sind in Deutschland unberührt. Diese Landstriche dürfen auf keinen Fall durch den Sport geschädigt werden. Da ist eine umsichtige Fahrtechnik gefragt. Wichtig ist natürlich, wenn immer mehr aufs Wasser strömen, und es ist Trendsportart, wir haben über 300.000 Paddler jedes Jahr, die sich hier in den Gewässern rumtreiben, muss man auch ganz einfach ein paar Regeln den Leuten erklären, wenn die kommen. Also auch wenn sie ein Boot vermietet bekommen, dass man auch einfach dazu ein paar Takte sagt, wie man sich auf dem Wasser verhält. Das ist ganz wichtig. So gibt Birgit Fischer den Freizeitsportlern stets den Hinweis, wo man mehr über die Regeln erfährt. Jeder kann sie entweder im Internet unter www.kanu.de abrufen oder in der Broschüre Naturbewusst paddeln nachlesen. Damit ist die engagierte Kanutin zweifelsohne eine Botschafterin des naturverträglichen Sports. Prominente Sportler und Sportlerinnen, das sind Vorbilder. Und wenn Vorbilder auf die Notwendigkeit, Sport und Umwelt zu vereinbaren, hinweisen und auch ein Beispiel dafür geben, selber durch ihr eigenes Tun, dann ist das, glaube ich, das allerbeste Mittel, um auch den normalen Breitensportler davon zu überzeugen, sich ordentlich in der Natur zu bewegen. Breitensportler sensibilisieren, ganz ohne Starallüren. Das ist Gold wert. Auch nach ihrem Karriereende will Birgit Fischer immer einen Paddelschlag voraus sein. Ja, gerade jetzt übrigens hat das Schilf